Ja, moin und herzlich willkommen zur Folge 48 von Old Gillies Reisen. Heute wird es international. Wir fahren auf dem Oder-Havel-Kanal und der West-Oder bis nach Stettin in Polen. Und auf unserem Rückweg kommen wir wieder an das Schiffshebewerk und fahren 36 Meter nach oben. Ob es uns wohl gelungen ist, diesmal das alte Hebewerk von 1934 zu benutzen? Wer weiß. Um das rauszufinden, müsst ihr entweder dranbleiben oder, wenn ihr zu ungeduldig seid, einfach vorspulen. Ha! Na, Moses, habe ich was vergessen? Nee, Skipper, alles gut. Ja, okay, also, Moses war heute wieder ein bisschen neugierig. Er wollte unbedingt hier oben mitfahren. Mal gucken, ob das gut geht. Also, jetzt lassen wir mal den Motor an und dann geht das los. Hier treffen wir des Öfteren auf Flusskreuzfahrtschiffe, die zwischen Berlin und Stettin verkehren, oft als kombinierte Schiffs-Radtour. Das ist die brandenburgische Antwort auf das Weiße Rössel am Wolfgangsee. Echt! In Oderberg nutzen wir mehrmals den kostenfreien Stadtanleger, gleich neben dem Schifffahrtsmuseum. Mit der Hohenzaatener Schleuse geht es in den Oder-Seitenkanal mit dem Namen Hohenzaaten Friedrichsthaler Wasserstraße. Die Oder ist hier in trockenen Sommern noch recht flach mit wechselnden Sandbänken, sodass man 1926 die parallel verlaufende Wasserstraße fertiggestellt hat, die ohne Strömung von der Berufs- und Sportschifffahrt genutzt wird. Mäh, ihr Schafe! Diese Strecke ist die Rennpiste für alle Segler und Motorbootfahrer von Berlin und umzu zur Ostsee und zurück. Heidewitzka, Herr Kapitän! Wir zockeln gemütlich dahin und übernachten in Stolpe mit seiner markanten ehemaligen Festungsanlage. Kommt mit, ich führe euch herum. Schnauf, schnauf, den Berg herauf. Atemberaubende Aussicht auf die Oder und Polen in der Ferne und den Seitenkanal, auf dem wir fahren, vorne. Doch nun zurück zum Schiff. Die Landschaft ist hier recht abwechslungsreich und manchmal kommen alte Landsitze in Sicht. Wie hier vielleicht der von Graf Joster und Johann, seinem Fahrer. Wer weiß. Dann kommen wir aus dem Kanal auf die Westoder, Grenzfluss zwischen links Deutschland und rechts Polen. Nächster Halt für die Übernachtung war Garz.
Da sieht man auch den Grenzstein. Stadtführung gratis. Am nächsten Tag kam dann Stettin in Sicht. Zunächst recht industriell. Tja, Filmen und Fahren zeitgleich sind nicht so einfach, speziell für Männer. 3,40 Meter Durchfahrtshöhe klappt gerade noch. Ihr wisst schon, wie sagt Luis Trenka, naja. Blick von unserem Seitenfenster hinaus. Wir liegen an der Stadtpromenade für 2 Nächte. Ladies and Gentlemen, Stettin Sightseeing Tour. Interessantes Graffiti hier und da. Interessante Philharmonie. Erst dachten wir, Christo war hier. Ha! Stettin wird oft mit Paris verglichen. Wohl auch, weil der Architekt Baron Haussmann sie projektierte, wie er im 19. Jahrhundert auch die Umplanung der Hauptstadt Frankreichs vornahm. Echte optische Leckerbissen sind hier zu sehen. Hier das Schloss der pommerschen Herzöge in Stettin. Von außen und von innen. Zuckerbäckerarchitektur, würde ich sagen. Das alte Rathaus. Und der bunte Marktplatz. Klick, Foto gemacht. Thank you.
Es wurde stürmischer und wir entschieden uns, festzumachen. Diesmal in Stützkow, einem ganz idyllischen Ort. Kommt mit und schaut selber. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt. Danke, Stützko. Die Hohensartener Schleuse hat nur 80 cm Hub, daher eine ungewöhnliche Schleusentorkonstruktion. Jetzt sind wir zurück auf dem Oder-Havel-Kanal und fahren westwärts Richtung Berlin. Nun, wie versprochen, das Schiffshebewerk zu Berg. Wir wollten natürlich gerne diesmal das alte von 1934 benutzen und hatten Glück. Als wir anriefen, sagte man uns, das Neue ist leider heute wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Wie schade. Wir zeitraffern uns mal durch. Rechts noch das Neue von 2022. Imposante Stahlkonstruktion. Der Trog hat eine Länge von 85 Metern und eine Breite von 12 Metern. Insgesamt wiegt er 4.300 Tonnen. Vier Motoren je 55 Kilowatt treiben das Ganze an. Thank you.
Ah ja, wieder ein Nachzügler, wie immer. Der eigentliche Hebevorgang dauert etwa 5 Minuten. Insgesamt braucht man zwischen reinfahren und rausfahren ca. 20 Minuten. Easy going, würde ich mal sagen. Beim Rausfahren gibt es noch mal was Interessantes zu sehen. Hier oben einen Haken an einem langen Seil über eine Umkehrrolle verbunden mit dieser alten Elektrolok. Die hat früher und vielleicht auch heute noch die Leichter ohne eigenen Antrieb rausgezogen aus dem Trog. Zurück in Eberswalde, diesmal natürlich auf dem Oder-Havel-Kanal, gibt es wieder Industrieanlagen zu bewundern. Hier auf der rechten Seite Working Boats, also Arbeitsboote, Arbeitsschiffe und Bodo mit seinem Bagger. Kurz vor dem Abzweig in den Werbelin-Kanal hier noch diese Abschottungseinrichtung. Und dann erwischte uns heftiger Regen bei der Einfahrt nach Oranienburg. Und das ist für uns der Moment, wo wir sagen, danke für eure Aufmerksamkeit auch heute und tschüss. Bis zum nächsten Mal.